Hallo ihr Lieben, wundert euch nicht über meinen Aufzug und dass ich ein bisschen verwuschelt bin. Ich komme gerade frisch von der Arbeit, aber ich habe mich dazu entschieden, mir ein Tablet zu kaufen, um auch mobil zeichnen zu können, vor allem auch wenn ich in der Schule bin. Und das kam gerade an. Und jetzt, eigentlich wollte ich das alleine aufmachen und dann dachte ich mir aber, nein, dieser Moment muss gefilmt werden. Ich habe Angst. Gut. Die Lasche sagt nach oben, also nach oben. Oh, wow. Das ist wirklich fucking leicht und es ist schön kühl. Gott. Das ist voll toll. Ich meine, guckt euch das an. Es ist so perfekt. Oh, man sieht sogar die Kamera spiegeln. Wahnsinn. Wahnsinn. Und es ist so schön kühl. Okay, warte. Ich lege es mal kurz beiseite. Was ist hier noch so drin? Das ist, was ist das? Hallo? Was bist du? Du bist eine Gebrauchsanweisung, so wie es ausschaut. Und ein Ladekabel vielleicht? Ah. Hallo? Oh mein Gott, jetzt geh halt raus. Nein, das ist ein USB-Kabel, aber das ist gut, weil USB-Kabel braucht man. Was zum Henker ist das für ein Anschluss? Oh, das ist kein normaler Anschluss, oder? Oder? Moment. Ich hab doch hier mein normales Ladekabel irgendwo. Nee, das ist anders. Okay, es hat also ein spezielles USB-Kabel. Gut. Ah, und da ist der Stecker dazu. Das ist sehr gut, den braucht man nämlich auch. Gut. Rarity Card, ja, okay. Das lasse ich mal da. Quick Start Guide, finde ich gut. Deutsch, Seite 22. Ja. Werfen wir einen Blick auf Ihr neues Gerät, bevor Sie beginnen. Wo ist die Power-Taste? Das hier sieht mir nach einer Power-Taste aus. Oh, ja! Es hat sich was getan. Gut, soweit dazu. Jetzt habe ich die Seite verloren. Ganz toll. 22 war es. Es bewegt sich. Okay, warte, ich bin noch nicht so weit. Hier, erstmal Sprache auswählen. Wie wäre es mit Deutsch? Deutschland. Ja, muss ich ja wohl. Vereinbarung System Aktualisierungsdienste. Oh, ja, schön, es sucht schon mal nach Updates. In wenigen Minuten ist alles bereit. Ich meine, das kennt man ja, gell? Ach, achten Sie bei der Benutzung des SIM-Stifts darauf, dass Sie das Gerät nicht verkratzen und sich selbst nicht wehtun. Das brauche ich auch nicht, nee. Jetzt starten. Ja, ich bin drin. Ich fühle mich, als hätte ich einen Tresor geknackt gerade. Okay, wir sind da am Startbildschirm. Ich habe so Angst, dass ich es runterfallen lasse, wenn ich das so zeige. Also, ich habe einen Kalender, den Play Store, Tablet Manager, Designs, bla bla bla.
ich habe 3 Seiten. Wie gewohnt, ich habe Werkzeuge, Tipps, Facebook. Okay, ich sehe schon, es gibt einiges, was ich hier... Wow! Nein, danke. Es gibt hier einiges, was ich noch ändern muss. Aber als allererstes möchte ich eigentlich... Das Licht ist so ungünstig. Mein Face sieht auch so ugly aus dabei. Moment, wird es besser so? Ein bisschen. Ich bin immer noch nicht überzeugt, aber ein bisschen. So, da sollte ich mich nicht draufsetzen. Hallo, dreh dich. Stopp. Nein, nein, stopp. Ich will keine Wetterdingens. Also, automatisch drehen machen wir mal kurz aus. Standortinformation machen wir auch aus, weil das brauche ich gerade gar nicht. Okay. Wow. Ich kriege Nachrichten vom Play Store. Ja, aha, okay, schön, ja. Was ich mir nämlich noch gleich dazu geholt habe, der war nämlich nicht inklusive, ist dieser Stift, damit ich auch zeichnen kann. Tablet hat übrigens 300 Euro gekostet, fast 260 waren es. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht, 230 waren es bei Saturn. Und dieser Stift hat nochmal 25 Euro gekostet, deswegen sind es insgesamt 260. Und ich würde sagen, den packe ich jetzt auch gleich mal aus, wenn ich das denn hinbekomme irgendwie. Ich mache die Schachtel kaputt. Man sollte das gar nicht da oben aufmachen. Weil hier ist nämlich so ein schönes Etwas. Es klebt. Ja, das ist genau okay. Da geht es auch wesentlich einfacher. So. Vergesst das mit dem einfacher. Was ist das? Eine Hülle für den Quickstart. Okay. Ja. Das lege ich mal kurz weg. Ja, oh, wow. Der sieht schick aus. Und ich halte ihn falsch rum. Da ist noch irgendwas Kleines. Ah, eine zweite Stiftspitze. Okay, ich lasse die mal kurz da drin. Wie bringe ich denn dieses hübsche Ding jetzt hier raus? Hä? Ah, hier ist eine Lasche. Also, falls ihr, ups, hallo, falls ihr selber Probleme haben solltet, hier ist eine Lasche dabei und dadurch sollte man es doch eigentlich, ja, rausziehen können. Sehr schön. Genau. So sieht er aus. Ein bisschen wie ein Kugelschreiber. Auf jeden Fall sehr schick. Reagiert es schon darauf? Nein. Ah. Before using your M-Pen live for the first time, unscrew the pen cap, also das hier. Ah, okay. Take out the red insulation pad between the pen cap and then screw in the pen cap as shown in the... Wow. Also ich muss dieses rote Ding hier rausnehmen. Diesen Blub da. Soll ich das drin lassen? Was ist das? Was ist das? Brauche ich das? Ich habe keine Ahnung. Ich bringe das doch nie wieder da rein. Kann ich das wegmachen? Scheiße. Okay, ich hab's jetzt einfach mal weggemacht. Ich hoffe, das war nicht wichtig. So, okay. Ja, changing the tip, das können wir dann immer noch machen. Funktioniert das jetzt? Nein? Scheiße. Was mache ich falsch? Ah, doch, jetzt hat's reagiert. Ja, ich glaube, es funktioniert. Okay, soweit, so gut. Ich bin bisher sehr zufrieden.
Ich möchte eigentlich, also um euch mal zu erklären, was eigentlich gerade mein Plan ist. Ich möchte eigentlich ein paar Zeichen-Apps gleich ausprobieren, weil es gibt gleich Essen. Aber ich stelle gerade fest, irgendwas stimmt mit meiner Tastatur nicht. Kann mir mal jemand erklären, was das für eine Tastatur sein soll? Das sind keine Buchstaben. The fuck? Hier ist nothing. Irgendwas stimmt hier nicht. Sobald ich mit dem Stift da drauf tippe, macht es die Handschrift-Tastatur. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Das ist interessant. Schaut euch das an. Es hat das Fire Alpaca Logo, aber es steht dran Manga Name Draw Draft of Comic. Es sieht ja interessant aus. You can add text. Ja, es sieht aus wie ja, Rezensionen. Ja, okay. Ich installiere es mal. Süß! Okay, ihr seht basically gar nichts. Wisst ihr was? Ich gucke mir das kurz alleine an und nach dem Essen, wenn ich wieder Energie habe, dann machen wir das zusammen. Also schön, da bin ich wieder und ihr seht mein Gesicht sehr gruselig von unten. Ich hoffe, man erkennt jetzt was einigermaßen. Oh ja, der Google Play Store ist schon da. Ich denke, ich muss doch ein bisschen hinzoomen, damit ihr einigermaßen was erkennt. Aber ich denke, das geht so. Es sieht zu dunkel aus außenrum. Ich meine, es ist dämmerig, aber wie auch immer. Auf jeden Fall ist die... Ja, okay. Auf jeden Fall habe ich gerade eben schon mal das Fire Alpaca Ding runtergeladen. Wie ihr ja, oder beziehungsweise wie ich schon probiert, gezeigt habe. Was rede ich eigentlich? Aber mir ist aufgefallen, es ist definitiv nicht wie das Fire Alpaca vom PC. Weil man hat hier tatsächlich, so wie es aussieht, nur einen Stift, bei dem man lediglich die Größe ändern kann, wie ihr hier seht. Und nur drei Farben eigentlich mit Schwarz und Weiß. Ein Radiergummi, ein Strich, irgendwas, ein... Ja, wie soll ich sagen, Formen, ein Stempel-Tool, was ich ganz cool finde eigentlich. Ja, aber das ist eigentlich auch schon so das Einzige. Ach, okay, das habe ich noch gar nicht gesehen, schau. Dass man sowas hier zum Beispiel machen kann. Aber das ist halt eigentlich auch, ja gut, ich meine, es ist schon eine coole Anfangshilfe und so. Aber es ist halt, ja, braucht man jetzt nicht unbedingt. Also mir wäre es lieber, hier kann man den Bildschirm, das Ding drehen. Und hier kann man es einfach verschieben. Und im Prinzip war es das auch schon, also zumindest habe ich nicht mehr gesehen. Leave without saving, ja. Und hier kann ich dann Copy oder Delete machen. Das war's. Und das finde ich halt eigentlich schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Raid App Settings vielleicht, Dominant Hand Settings, bla bla, Terms of Use, nee. Man kann ja auch nicht so viel einstellen, also mir fehlen einfach Dinge wie ein, oh, ich glaube meine Speicherkarte ist gleich voll. Mal sehen, wie lange es noch aufnimmt. Mir fehlen einfach Dinge wie ein normales, ich meine, hier ist es cool, ja. Also man kann definitiv Skizzen machen, dafür reicht es vollkommen aus. Aber mir fehlen einfach Pinsel und andere Sachen. Also ich meine, hier natürlich, klar, kannst du zoomen, aber das ist halt auch... Ups, ich wollte nicht zeichnen. Ja, das bringt einem halt nicht viel. Genau, und ich guck mal ganz kurz, wegen was meine Kamera jammert und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Es lag tatsächlich am Speicherplatz. Genau, aber das nächste, was ich mir jetzt runtergeladen habe, war Midibang Paint. Und allein das hier
Ja, die Werbung ist natürlich nicht so geil. Aber allein das hier, dass ich das schon auswählen kann, finde ich schon mal gut. Also wir machen mal New Canvas. Und was ich natürlich auch... Alter, geh weg. Kannst du weggehen? Danke. Du auch, danke. Genau, man kann hier Leinwandgröße einstellen, was man bei dem anderen nicht konnte, was ich sehr gut finde. Genau. Und ich habe schon mal so die Standardgröße von Webtoon eingestellt. Dann kann man hier natürlich auch wieder zoomen und man hat hier im Prinzip alles, was man auf, ich denke, auf Medipeng, Peng, Bang auf dem PC auch hat. Aber auf jeden Fall ist es das, was ich bei Fire Alpaca zumindest auch habe. Nämlich kann ich hier meine Farben auswählen, was ich sehr schön finde. Das brauche ich nämlich auf jeden Fall. Man kann sogar hier die Farbdings ändern. Dann hier die Strichstärke kann man einstellen in Variable, genau, nach oben und unten. Und hier auch mit der Deckkraft, die kann man auch einstellen, was ich auch sehr schön finde. Genau, das ist schon mal allein super. Dann hat man hier natürlich die Korrektur. Stufe, was ich auch sehr praktisch finde, was ich auch bei Fire Alpaca immer benutze. Dann diese Linien hier finde ich auch super praktisch einfach. Also die sind super praktisch. Da zurück, braucht keiner. Genauso wie dieses Tool hier, das einfach, womit man eben einfach normale Striche machen kann, was auch sehr wichtig ist meines Erachtens. Genau, und so weiter. Machen wir mal aus. Dann natürlich auch Radiergummi, das Handdings, womit man es bewegen kann. Und auch Formen, was ich auch sehr wichtig finde, weil Formen braucht man ja gerade im Comic sehr viel. Das hätte es zwar jetzt bei dem Fire Alpaca Ding auch gegeben, aber eben dafür sehr viel nicht, wie ihr gerade merkt. Genau, das hier kennt ihr alle, dann Flächen, den Eimer-Tool, dieses tolle Ding hier kennen wir auch alle. Oh, das finde ich sogar, das kenne ich gar nicht, schau. Das ist sehr praktisch, das habe ich zum Beispiel bei Fire Alpaca gar nicht. Genau, und mir geht's ja, also mir ging es ja bei dem Kauf von diesem Tablet größtenteils darum, dass ich einfach auch, während ich in der Schule bin, es mitnehmen kann und nicht immer meinen Laptop mitschleppen muss, damit ich eben auch zumindest die Skizzen und zumindest die Outlines und so am Tablet machen kann. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze dann übertrage, dass ich es in Fire Alpaca am PC weiter bearbeiten kann. Vielleicht lasse ich es auch einfach, aber ich will halt... Also was ich hier vielleicht noch bräuchte, wären angepasste Farb Paletten. Also ich habe... Ah, hier habe ich es tatsächlich. Ne, das ist schwarz-weiß. Ah, My Palette. Ja, man kann es sogar... Nee, das Function ist locked. Schade. Also man kann anscheinend sogar... Ja, okay, dafür muss man zahlen. Aber hier kann ich meine eigene Palette quasi zusammenstellen. Wenn ich jetzt auf Plus gehe, hallo. Geht's nicht, okay. Alles klar. Das ist schade. Sehr, sehr schade, wie ich finde. Weil dann könnte ich jetzt hier einfach meine ganzen Farben quasi importieren, die ich bräuchte. Ja, daraus... wird wohl nichts. Das heißt, ich werde bei Skizzen und Outlines bleiben müssen, aber das ist nicht so tragisch. Genau, aber im Prinzip, wenn man zahlen will, könnte man sich eine zweite Palette anlegen mit eigenen Farben, die man auswählt. Hier haben wir wieder die Stiftbreite, genau, was ich eben auch wichtig finde, verschiedene Stiftarten. Hier haben wir eben den ganz normalen Pencil oder den Pen, was im Prinzip ziemlich das gleiche ist. Ne, der Pencil ist ein bisschen, ja, läuft ein bisschen smoother aus. Genau, G-Pen gibt's auch oder Mapping Pen. Zack. Edge Pen ist auch wichtig oder
Zum Beispiel Watercolor ist auch wichtig oder keine Ahnung, Blur ist total wichtig und Airbrush sowieso. Also eigentlich im Prinzip die Sachen, die man auch wirklich braucht. Zwar nur die Standardsachen, aber man kann hier auch selber Sachen importieren, so wie es aussieht. Ah, okay, Multibrush, okay. Gibt sogar noch ein paar weitere Streuungen, die man dazu tun kann. Ja, finde ich super. Genau, dann hat man hier seine ganzen Ebenen mit dem typischen, was man auch braucht, also Alpha-Schützen oder Sperren oder Entwurfsebene, solche Sachen eben. Und auch mit den ganzen Ebenen, wie nennt man das? Vermischung, also duplizieren etc. Ich denke, ihr kennt das alles, beziehungsweise werdet es kennen. Genau, die Deckkraft, dann eben auch hier, dass man eine neue Ebene dazu tut. Ja, Farbebene, denke ich mal. Genau, dann auch, dass man es ausblenden kann, solche Sachen. Also alles sehr, sehr, sehr gut. So, und wenn ich es weghaben will, dann mache ich das jetzt so. Da, fuck, nein, nicht. Danke. Kann ich dich wieder weg? Kannst du? Nee. Was ist das? Ah, okay. Da kann man das Ganze noch mal ein bisschen anders machen. Verstehe. Ich habe verstanden, du kannst wieder weggehen. Ups. Okay. Das ist allerdings jetzt ein Problem. Kann mir mal jemand sagen, wie ich das Ding wieder wegbekomme? Nee. Tone Curve. Ach so. Was man alles kriegt, wenn man zahlte. Ja, nee, brauche ich nicht, danke. Jetzt geh doch wieder weg. Hallo. Shit. Das ist jetzt in der Tat ein Problem. Wie mache ich den Scheiß jetzt wieder weg? Nee. Ah, hier ist übrigens auch das Dings-Tool, mit dem man die Farbe auswählt. Das Pipetten-Tool, was ist das? Kachel, Farbton, Element. Ah, man kann ein Bild einfügen. Ja, ich weiß, dass du das brauchst, aber es passt schon. Kannst du bitte wieder weggehen? Ah ja, hier ist Speichern, Export, Einstellungen, Hilfe synchronisieren. Okay. Man klickt einfach ein zweites Mal drauf. Ich verstehe. Gut, dadurch kann man das auch wegmachen und dadurch kann man eigentlich alles ausblenden. Und natürlich kann man das Ganze auch drehen. Wenn man nicht so dumm ist wie ich und dabei auf den fucking Dings klickt, genau. Und man kann natürlich endlos hinzoomen, bis man jeden einzelnen Pixel erkennt. Und ja, also ich finde das bisher sehr, sehr gut. Ehrlich gesagt. Mir gefällt das wirklich sehr gut, ja. Es scheint mir sehr benutzerfreundlich. Sagt man das so? Ich glaube schon. Ja. Es scheint mir sehr benutzerfreundlich und es scheint auch sehr einfach zu bedienen sein. Zu sein. Genau. Und ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, als was ich den ganzen Spaß speichern muss, damit ich bei Fire Alpaca wieder drauf zugreifen kann. Aber ich glaube, ich habe den Zettel verschmissen. Habe ich den nicht irgendwo hier hingelegt? Nein. Ich meine, es war PNG. Ablehnen. Ja, ist okay. Save as. Lokal gespeichert. Und, nee, lokal gespeichert, bitte. Speicher abgeschlossen. Okay, das hat es jetzt einfach als Medibang gesaved oder was? PNG transparent, okay.
Hey, das sieht sogar richtig cool aus. Das sieht aus wie so voll 3D. Lol, ich bin überrascht von meiner eigenen Dummheit. Ja, kann man machen, ne? Synchronisieren, anmelden, Exit, Exit. Ja. Schließen, ohne zu speichern. Also, das war soweit mal das Review von dieser App. Ich finde es bisher sehr, sehr gut. Wie schon gesagt. Okay, ich habe doch noch nicht ganz Tschüss gesagt, beziehungsweise nochmal ein ganz kleines Update. Ich habe gestern schon mal so mein erstes Bild gezeichnet oder beziehungsweise so den ersten Sketch gemacht. Das ist noch sehr ungewohnt, weil die Fläche vom Tablet noch sehr, wie soll ich sagen, sehr weich ist und man rutscht quasi so drüber mit dem Stift. Also es wird gehen, aber ich fühle mich, als würde ich gerade neu anfangen, zeichnen zu lernen. Und mir ist ein Problem über den Weg gelaufen, nämlich ich kann meine Dateien nicht auf meinen Laptop exportieren. Also das Komische ist, ich habe vorhin es geschafft, FireAlpaca-Dateien, weil die nämlich auch .mdp-Endung haben, aufs Tablet zu importieren, aber es geht nicht andersrum. Und ich verstehe nicht warum, weil ich, wenn ich jetzt, Moment, hinzoomen. Wenn ich jetzt diese Datei hier nehme, ja, die habe ich vorhin von meinem PC rübergezogen aufs Tablet und jetzt tue ich sie wieder hier hin. Ja, hat funktioniert, jetzt ist es da, toll. Und das hier, es heißt inzwischen schon damn.mpd, weil ich keinen Bock mehr habe. Wenn ich das versuche, darüber zu schieben, zack. Ja, dann geht's jetzt auf einmal. Das ist interessant, weil gerade eben, als ich das probiert habe, kam immer die Nachricht, Export nicht abgeschlossen. Und ich hatte keinen Plan, warum. Aber gut, damit wäre mein Problem erledigt. Es funktioniert. Jetzt muss ich mich nur noch öffnen lassen. Einen Moment. Gibt es auch Öffnen mit? Ja. Store, andere App auswählen. Na, okay, ich meine, ich kann es auf jeden Fall öffnen, so mit Medibang. Und jetzt überlege ich sogar, ob ich komplett auf Medibang umsteige von, ja, das ist übrigens das Bild. Es sieht aus wie eines meiner ersten Bilder. Genau, ich überlege jetzt komplett auf Medibang umzusteigen, da es fast mehr Sinn macht als immer FireAlpaca. Andererseits, wenn ich jetzt FireAlpaca nehme, Moment. Gucken wir doch ganz kurz, ob das auch funktioniert, aber es sollte, weil es dieselbe Dateiform ist. Mir ist halt nur wichtig, oh, es erkennt das Gesicht von den beiden, das finde ich gut. Mir ist halt nur wichtig, dass es. Ah, FireAlpaca ist schon offen, okay. Öffnen. Ich schaffe es nicht, meinen Satz zu Ende zu sprechen. Ich meine, mir ist wichtig, dass es die Ebenen auch erkennt. Und das tut es. Ja, das ist sehr schön, sehr gut. Das funktioniert alles gut. Ja, wunderbar. Damit hätte sich das Problem auch geklärt. Also Import, Export funktioniert. Ich glaube, was es gebraucht hat, war ein Update, weil mein Tablet hat gerade eben noch so ein komisches Update gemacht. Und jetzt habe ich es ja gerade eben geschlossen und wieder geöffnet. Wahrscheinlich war es das. Auf jeden Fall, es funktioniert. Ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, darauf zeichnen ist noch sehr ungewohnt, aber es funktioniert. Ja, ich brauche mich nicht nochmal wiederholen. Ich bin sehr zufrieden und ich freue mich und mal sehen, was noch so alles rauskommt. Also dann, wir sehen uns. Ciao, ciao.